Ganz ehrlich. Jetzt wird's gefährlich. Oh je. Och nö. Oh je. Oh, Katze. Oh. Na komm, raff dich auf, Kleine. Oder Kleine, ich weiß nicht, ob wir einen Kater oder eine Katze, eine Kätzchen spielen. Aber sie schreien nach uns. Auch süß. Okay, jetzt schauen wir uns mal. Oh, wir humpeln. Wir haben uns verletzt. Aber das ist nicht gut. Oh, hi. Ich bin eine Katze. Miau, ich bin ganz unschuldig. Die Kamera nickt, wenn ich mit ihr spreche. Alles klar. Ist das geil? So, weiter geht's. Die Viecher sind mir immer noch nicht geheuer und da liegt eine Leiche. Mehr oder weniger Leiche? Hallo, lebst du noch? Okay, hier liegt ein toter Roboter. Ich hätte jetzt halt mich erschrocken, wenn er sich bewegt hätte. So letzte Funken, letzte Lebenszuckungen. Aber schaut schon geil aus. Keine Frage. Okay. mit was? Mit Wasser? Noch ein Roboter. Einfach mal leer machen, also, dass er einen auf uns aufmerksam macht. Oh, jetzt schön wieder den Teppich zerkratzen. Jawoll. Schön den Teppich zerkratzen. Jawohl, das tut gut. Das ist Katzenfeeling pur. Ja. Schöne Wohnung übrigens. Okay, wenn sie ein bisschen schmuddelig ist, aber. Aber sehr alte Tastaturen. Überall liegen Tastaturen, Monitore. Was? Brauche Hilfe? Warte mal, brauche Hilfe. Brauche Hilfe. Körper für Download erforderlich. Körper erforderlich. Durch die Tür gehen und einen Körper finden. Ray. Ja, und wir haben in der letzten Folge was Schweres auf dem Rücken bekommen. Einen Rucksack, wo drinnen der gute die gute B12 ist. Und anscheinend ist das mega schwer und unangenehm für unsere Katze. Okay, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Ja, sie haut sich wieder hin. Das ist. Ja, komm. Beweg dich. Wahrscheinlich nur Bestimmtes. Warte mal, ich hüpfe mal hier rauf. Äpp. Streichel mich. Ich bin süß. Du bist neu hier. Was kann ich für dich tun? Oh, das ist ein schönes Bild von der Außenwelt. Warum ist ein echter Fan dieser Mythos? Du solltest ihm zeigen. Seine Wohnung ist da ganz oben. Halt auch schon noch eine orangefarbene Neonschild. Das sagt mir jetzt gerade jeder hier. Das gefällt ihm. Was ist mit ihm hier? Er ist außer Gefecht. Alles klar. Kann ich auf seinen Kopf hüpfen? Ich wollte auf seinen Kopf hüpfen. Jacob, okay. Ja, da kann ich erschrecken. Was? 1 minus 2 minus 83. Okay. Weiß nicht, ob das eine Relevanz hat. Ich schaue mich mal hier um. Kann ich da was umschlossen? Cool. Neugier ist der Katze tot. Hilfe! Die Steuerung ist auch mal verkehrt. Hilfe, Momo!
Oh, somit kann ich die. Habe ich das um runterschmeißen können. Alles klar. Das ist ein Bett. Merken. Wieder zu Hause, zwar ich erinnere Bitte mich. nicht, der schmeißt mich nach oben. Ups. Dass man das machen kann. Finde ich cool. Nur wie komme ich hier rauf? Ich glaube, hier war ich doch schon. Bitte die ganze Zeit die Musik oder wie? Okay. Wieder die Hüte auf dem Kopf. Ja! Ah, jetzt hat er aufgehört. Ist das süß? Ja, ich will schon von Angesicht zu Angesicht mit ihm sprechen hier. Ich glaube, wir haben Doc gefunden. Wenn er da ist. Ja, da ist er. Boah! Warte, du bist kein Zirk. Wer bist du denn? Das ist mein Abzeichen, das du da trägst. Was hast du da gefunden? Wie hast du das gefunden? Hat mein Sohn dich geschickt? Oh, Simmers, du schlauer Junge. Ich bin schon seit Ewigkeiten allein hier. Ich bin hierher gekommen, um meine Deflux zu testen, aber es ist nicht so gut gelaufen wie geplant. Ich wünschte, ich könnte wieder nach Hause gehen. Ich vermisse meinen Sohn so sehr. Soll ich bloß draufspringen? Verstehe kein Robotisch, wenn du keine Sprechblase hast. So, hoffentlich hat das als Gespräch verstanden. Okay, das ist sehr weiträumig hier. Da sehe ich zum Beispiel keine von diesen Viechern, das finde ich gut. Wäre jetzt doch krass, wenn es hier so Unterwasserviecher geben täte, das wäre gruselig. Okay, die Schleuse müssen wir auch irgendwie aufkriegen. Ich hoffe, es gibt hier keine. Ich sage einfach mal für diesen Katzenbecken. Streichelst du mich? Ach komm. Ich möchte mal einen Roboter sehen, der mich streichelt. Oh, Entschuldigung.
Er grinst. Er schaut griesgrämig und er grinst, weil er die ganze rosa Farbe abbekommen ist und ich ganz fröhlich und er grinst. Hi. Katz. Katzastrophe. Ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Okay, jetzt bin ich ganz nach oben. Was habe ich noch alles vergessen? Und hier ist sonst noch so ein Angebot? Wieder so ein Polizist. Okay. Oh. Alter. Ort Streik, werde ich jetzt mal gestreichelt? Fühle mich auf jeden Fall wohl bei ihm. Und wieder auf ihn drauf. Wupp. Schade, dass er mich nicht streichelt. Gut. Kleine Spielereien. Alter, hier ist hier noch so viel zum Entdecken, ey. Dann schauen wir mal, was der die Kassette für den Ghetto Blaster gibt. Gut gemacht, ich hätte nicht gedacht, dass du es schaffst. Ich nehme dir deinen Preis, du hast es dir verdient. Alter, der hat ja voll die Dance Moves drauf, ey. Okay, jetzt muss ich nur schauen, wo jetzt wieder der Ghetto Blaster war. Ach ja, genau, das war bei den Händlern, der müde war. Arjan, was ist das für ein komisches Gefühl? Weißt du, Arbeit ist Arbeit. Slippy verliert nicht den Kopf darüber. Okay. Ah, der tauscht Köpfe aus. Interessant.